Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy und ich zeige euch heute erneut ein Unboxing zu einem JBL Bluetooth Lautsprecher. Heute gibt es das Modell Flip 5. Natürlich wieder weder gesponsert noch sonst irgendwie unterstützt. Ich habe mir dieses Ding auch einfach so gekauft und möchte meine Erfahrungen heute gerne mit euch teilen. Wir vergleichen ein bisschen mit anderen Modellen und so weiter. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wir sehen uns gleich. Aktuell gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Bluetooth-Lautsprechern von JBL. Kürzlich haben wir uns das Modell Charge Essential angeguckt. Das Video verlinke ich euch jetzt rechts oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Auch dort gibt es ein Unboxing dazu. Wir haben am Anfang einen kleinen Vergleich angestellt und so möchte ich hier auch ganz gerne einsteigen. Der Flip 5 ist im Vergleich zum Charge 4, was ja auch ein sehr beliebtes Modell ist, natürlich etwas kleiner und insgesamt leistungsschwächer. 20 Watt Ausgangsleistung stehen gegenüber 30 Watt beim Charge 4. Wir haben natürlich auch keine Powerbank und dergleichen mit an Bord. Also ihr könnt hier gerne mal pausieren und das Ganze mal im direkten Vergleich zwischen dem Charge 4 und Flip 5 vergleichen. Am ähnlichsten kommt dem Flip 5 eigentlich der Flip Essential. So, das ist genau dieses Modell hier. Das ist allerdings ein Stereogerät mit 2x8 Watt, hat etwas weniger Akkukapazität und hat auch kein JBL Connect Plus mit an Bord, sodass ich mehrere Lautsprecher miteinander verbinden kann, was beim Flip 5 ja möglich ist. Auch hier gerne mal pausieren und direkt nochmal in Ruhe vergleichen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal an, was in der Grundausstattung bei dem Flip 5 alles dabei ist. Und da fällt uns direkt mal diese praktische Transportbox auf. Aus einem festen, ja, Kunststoff, die verschließbar ist und dies also ermöglicht, den Lautsprecher ganz bequem von A nach B mitzutransportieren, auch mal auf Reisen und so weiter mitzunehmen und entsprechend zu schützen. Also da passt der Lautsprecher perfekt rein. Neben der Transportbox liegen natürlich noch weitere Sachen mit bei. Unter anderem dieser kleine Quick Start Guide. So, da sind ein paar Informationen mit drin, wie ihr das Ganze zum Laufen bringt. Es sind natürlich auch noch die Garantiebedingungen dabei. Und dieses Kabel, welches ein USB-C-Kabel ist. Dieses könnt ihr zum Beispiel an Laptop anschließen oder an ein Netzteil vom Handy, um den Lautsprecher zu laden. Sehen wir uns den Lautsprecher mal von allen Seiten genauer an. Von vorne, ja, eher unspektakulär, seitlich auch, ja, geht so. Ein Ausrufezeichen auf der einen Seite, den JBL-Schriftzug auf der anderen. Interessant wird es dann so langsam auf der Rückseite, denn dort haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und das sehen wir uns jetzt mal etwas näher an. Ganz links seht ihr die Party Boost Taste, mit der verbindet ihr mehrere Lautsprecher miteinander, gefolgt von der Minus- und Plus-Taste für die Lautstärke und natürlich die Play-Taste. Bei einmaligen Drücken kann man den Track abspielen oder pausieren, wenn man zweimal drückt, kann man einen Track überspringen. Auf der Rückseite habt ihr dann ganz links die Möglichkeit, ein Bändchen anzubringen, zeige ich gleich noch. Außerdem die Power-Taste sowie die Bluetooth-Pairing-Taste, die Ladestandanzeige und die Ladebuchse. Das Bändchen hier ist werkseitig angebracht, könnt ihr aber natürlich auch ganz leicht entfernen, falls euch das irgendwie stören sollte. Hier nochmal ganz kurz auf die Ladebuchse eingegangen. Diese ist, wie eingangs erwähnt, USB-C. Daneben habt ihr einen Ladebalken, der entsprechend leuchtet, je nach Akkustand. So, und dann haben wir hier mal einen kleinen Größenvergleich und zwar zum Charge Essential, den ich ja auch habe. Das Unboxing dazu verlinke ich euch hiermit nochmal rechts oben jetzt gerade und ihr seht das hier ganz gut. Der Charge Essential ist ja sehr identisch zum Charge 4 und dann kriegt man ein bisschen Gefühl für das Größenverhältnis. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal reinhören. Wie klingt denn der? Auch hier ist es wie beim Charge Essential, der gibt Töne von sich. Beim Einschalten einmal diese. Plus aktiver Pairing Sound. Und wenn ihr den Lautsprecher wieder ausschaltet, kommt folgendes. Auch bei diesem Modell sind diese Sounds leider nicht deaktivierbar. Was nun folgt, ist ein kurzes Musikstück mittels dieser Kamera hier aufgenommen. Ich hoffe, das kommt einigermaßen gut rüber. We'll be right back.
als kurzes Fazit zum Flip 5 lässt sich vielleicht sagen, ein schöner, kleiner, handlicher Lautsprecher mit einem tollen Sound. Wer natürlich etwas mehr haben möchte, der muss auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Charge Essential und Charge 4 ist aber preislich nicht so weit weg. Ich empfehle, hört euch die Geräte einmal beim Händler vor Ort an und trefft dann die Entscheidung. So, das soll es gewesen sein von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo. Wenn es Fragen gibt, nutzt die Kommentarfunktion. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.